Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Heute mit einem neuen Spiel und zwar gerade im Game Pass erschienen von der Xbox. Und zwar 12 Minutes. Ein Crime, Mystery, Murder Spiel kann man sagen, wo man eben innerhalb von 12 Minuten sozusagen einen Mord aufklären soll. Das Ganze im Prinzip von dem Film Und täglich grüßt das Murmeltier oder vielleicht für Leute von die den alten Film nicht kennen mit Bill Murray, was wirklich eine Schande wäre, vielleicht von Happy Death Day, das ist das Gleiche. Sie wird umgebracht und wacht immer wieder auf und muss wieder von neuem den Tag angehen und versuchen, dem Mörder zu entkommen, doch der schnappt sie immer wieder. Hier soll es so ähnlich sein, wie es genau ist, weiß man natürlich noch nicht, weil ich habe es noch nicht gespielt. Aber wir fangen jetzt einfach mal an und gucken mal, was passiert. Wohlgemerkt, wie man sieht, mit Originalstimmen. James McAvoy, Daisy Ridley, kennen wir einmal aus Star Wars, sie, William Dafoe, der grüne Goblin von Spider-Man und natürlich, wer war der erste nochmal, habe ich gerade gesagt? Avery, gut zu erkennen als hier zum Beispiel von X-Men, von neueren X-Men, der junge Xavier. Der Professor Xavier, ne? Also ich will das Intro jetzt noch nicht voll labern, aber ich bin wirklich gespannt auf das Spiel, muss ich sagen, richtig gespannt. Und wieder für lau, ne? Also Xbox lässt sich da nicht lumpen, die hauen wirklich alles für lau raus, was schon ziemlich cool ist, muss man sagen. Ziemlich cool. Also mehr oder weniger für lau, man zahlt ja monatlichen Beitrag, aber naja. Ich würde sagen, sobald der Zeiger auf 12 ist, geht's los! Vielleicht. Also wenn es deutsche Untertitel geben sollte, stelle ich natürlich ein. Ich glaube aber nicht, dass sie es synchronisiert haben für ein kleines Spiel. Also für einen Indie-Titel. Okay, wir haben Optionen. Ich gehe mal auf die Option kurz. Sprache Deutsch, schon mal ziemlich gut. Untertitel. Ja, bitte. Ja, bitte. Und einmal kurz niesen, bitteschön. Mann. Heieiei. So, Steuerung lassen wir einfach so. Ich weiß nicht genau. Muss ich erstmal testen, wenn ich drin bin, ne? So, fangen wir mal an. Ui, bin ich gespannt. Muy bien, muy bien. Drücken zum Bewegen. Ach, okay, hier ist ein Gewinn. Drücke auf ein interaktives Objekt, um es zu verwenden. Was wäre ein interaktives Objekt? Das Gemälde zum Beispiel. Okay. Ah, warte mal. Geh mal rauf. Was ist denn hiermit? Ist das ein besonderes Buch? Nein. Okay, dann gehen wir hier drüben. Von den Gemälde vielleicht? Na, kann ich. Okay, gehen wir hier hin. Mal gespannt. Diese Top-Down-Perspektive finde ich ziemlich cool. Vordertür verschlossen. Tür geschlossen. Tür geschlossen. Gehen wir dahin. Locked. Shit. Forgot my keys. Ja, okay, warte mal. I hope that spare set's still in the plants. Gucken wir mal, ob es bei den Pflanzen drin ist. Na, Kunststoffstein. Bewege den Zeiger nach oben, um dein Inventar zu öffnen. Ebenfalls verwendbar. Okay. There we go. Ah, guck mal. So, kann ich jetzt aufmachen?
Wonder if anyone's ever gonna rent this unit. I should head to mine. Um mit anderen Gegenständen zu kombinieren. It's locked. Okay, warte mal. Ah, so, warte, okay. Hier drauf. Ah, wird natürlich mit der Maus einfacher gehen. Aber egal. Ja. Hey, okay, babe. I'm home. Love you. I'll be out in a second. Oh, kann ich sie auch? I don't got anything to ask right now. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Okay. Gehen wir kurz hier rein. Wir müssen uns auch mal frisch machen. Ich weiß es nicht. Ja, wir haben eine verdammt kleine Wohnung, wie man sieht. Ja, oh, ich glaube, ich muss einmal tierisch auf Toilette. Richtig schön dann abstrollern. Und pinkeln. Nee, kann ich nicht, okay. Aber warte mal. Was kann man da machen? Kann man irgendwas machen? Nee, kann man nicht. Na gut. Hier ist ein Medizinschrank. Wir gucken uns mal alles an. Vielleicht ist nachher alles wichtig. Man weiß es ja nicht. Die nehmen wir mit, die Schlaftabletten. Okay. Was ist mit dem Fenster hier? Offen? Clear sky, some heavy clouds with a strong front coming in from the east. It's far away though. Oh, ich glaube, sie gießt uns da schon was Leckeres ein. Sie trinkt mal was. Okay, also das hier ist der Kleiderschrank. Da kann ich reingehen. Hier ist Kleidung. Was ist das, ein Telefon? Nehmen wir mit. Man weiß nicht, ob wir alles gebrauchen können, aber anscheinend brauchen wir es noch nicht. Okay, ist noch mehr? Nee. Gehen wir raus. Oh, Thunder. I was not expecting a storm tonight. Ich auch nicht. Was ist denn hier für ein Raum? Das Schlafzimmer. Machen wir die Kommode auf. Ein Geschenk. Okay, das haben wir nicht gesehen. Das konnte man nur durch so Rübertasten ertasten. Aber man konnte es nicht sehen. Was ist denn das? Babykleidung. Dahlia. Baby clothes? With my mother's name? Oh, war das dumm, das aufzumachen jetzt? Wahrscheinlich wollte sie mich überraschen damit. Ja, ist natürlich ein bisschen blöd, aber haben wir wohl zu früh entdeckt. Na gut. Was sagt das Bett? Oh. Vielleicht hätten wir ihn nicht hinlegen sollen. Oh, ah, okay. Also hinlegen ist eine dumme Idee. Dann geht die Zeit immer schneller. I'll get it. Polizei? I'm with the police. Turn around, please. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Hold still. Oh, 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 oh. Oh, hey, you're hurting. Sure. Ow. Sure. Sure. Now you, hands what behind your back, on? Please. Don't move. Help me. Will you come help me? No, come on. Don't. Just... Da, da, da. My wrists. I don't know. This is a mistake. Babe, will you tell him? This is a misunderstanding. Look, I... You're under arrest for your father's murder 8 years ago. No, no, no. That can't be right. Shut up. You know what this is. Now, where's your father's watch? My father? Please, you must be thinking of someone else. Uh-uh, no playing dumb. Look, hey, listen. Sagen, dass du unschuldig bist, nach dem Mord für fragen. Wait. What is it that we're being accused of? Don't have to handcuff me when you brought this out. Quiet. I'll deal with you in a minute. You're making a mistake. Uh-uh, no playing dumb. Tell me where the watch... You're making a mistake. Ich sag mal, dass ich unschuldig bin, oder? Listen, I don't have anything to do with this. I guess I don't need you. Was? Please, listen. Was macht er? No, no. Please don't stop. Oh my God.
Kann gar nicht machen, er wirkt mich einfach. Okay, das Ganze geht nochmal von vorne los jetzt. Oh Gott. You're okay. Geh mal schnell, wir holen mal das Handy raus. Ja, okay, jetzt knutscht mich nochmal da. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Didn't you already say that? What? I don't know. What? But no. I okay. How is this possible? Wir dürfen nicht danach fragen oder nicht irgendwas anderes sagen. Pass auf, hier ist ein Messer. Das Messer könnte ich irgendwo hintun, weißt du, wo er mich denn braucht, aber. What you reading? Oh, it's not really your thing. try me. You're gonna make fun of me. It's a book of meditations. Zen stuff. Yeah, it's not my thing. Ich glaube, man muss hier alles erstmal durchforsten, ne, um rauszufinden. Ah, okay. Vielleicht müssen wir mit ihr mal kurz reden und können sie irgendwas fragen. Ich frage sie mal nach der Vergangenheit. How'd your father die? Well, that's a fun conversation topic. He had a heart attack. It was awful. Nein, ich kann nicht fragen, ob sie ihn umgebracht hat. Von der Taschenuhr weiß ich eigentlich nichts. Okay. Look, I know this sounds weird, but the day's repeating itself. Uh-huh. Genau erklären. Look, I haven't figured out how this all works yet, but for example, if I get strangled, I go back to the start of the evening. What? Strangled? Why? Who's strangling you? There's a... it's not important. Look, I'm not trying to stress you out. I'm just trying to give you an example. Well, nice work. I'm totally not stressed out now. Okay, wie sollen wir es beweisen? I'll prove it. Let's see it. Wow me. Let's see. Okay. I'm waiting. Ich habe leider keinen Beweis. Das ist das Problem. Technically, is this time travel? Guck mal, ich guck noch durch. I know, the cop. Cop? The cop will be here any minute. You called the cops. No, I didn't call the cops, but he's coming anyway. There's a cop coming. That's your prediction? Yes. Well, if he shows up, I'll believe you. I need you to believe me now, babe. Well, have you got something else? Let's see. Okay, also das war, was haben wir denn noch? Was hat er denn noch gemacht, der Polizist? The anticipation. Es gibt gleich Donner. Seconds, we'll hear thunder. Ah, yeah, guck mal. We just heard the storm roll in. Thunder in a rainstorm. What'll they think of next? Let's see. Come on, I want to see a miracle. Kann ich hier sagen, dass ich weiß, was da drin ist in diesem Paket? Kann ich das machen? Impress me, Nostradamus. Warte. Nein. This present. Look, it's clearly unopened. But I know there were baby clothes inside. I just bought them today. How could you know? You're kind of freaking me out. But do you believe me now? I mean,
I'm getting there, I guess. All right, let me try and prove something else. Oh. Was soll ich noch beweisen jetzt? Mehr Beweise habe ich nicht. Ah, doch, warte mal. Let's see. Hier, das Lichtschalter-Ding. The light switch in the bedroom. Something's really wrong with the wiring. One of us could get really hurt. Yeah, no kidding. We really got to fix that thing. Any other suggestions? Let's see. What about the vent? What about it? Yeah. No. Police, wait. Open up. Is that him? I'm with the police. Turn around, please. What? Me? Yes, you. Kann ich nicht einfach umbringen mit dem Messer? Hands warte mal. Behind your back. Let's go. Hold still. Hey! Ruf mal 911 an. Now you, hands behind your back, help please. Me. Don't Will you move. Come help me? All right. You... Scheiße, jetzt kann ich gar nichts mehr machen. This is a mistake. Babe. Kann das Messer rausholen? For your father's murder 8 years ago. No. That can't be right. Shut up. You know what this is. Now, hey. Will you tell him? This is a misunderstanding. Oh. Okay, das war auch nicht so eine gute Idee. Verdammte Axt. Jesus Christ. Okay, wir müssen mehr Beweise finden. Ich weiß noch nicht, welche Beweise. Irgendwas noch anklicken hier. Wir gucken uns mal das Herz an. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Yeah, I know. I'm sorry. Thanks. That sounds great. In a sec. Okay. Rude. Okay. Okay, wir gehen mal kurz ins Schlafzimmer, gucken uns noch ein paar, müssen ja noch ein paar Beweise finden. Dann gucken, was hier mit dem Ventilator ist. Oh, we gotta clean that. Can't open that with just my hands. Okay, warte. Dann müssen wir kurz das Messer holen vielleicht. Und warte, wir holen ganz kurz dieses Ding noch raus hier, dieses. Was ist mit der Blume? Nichts, okay. Kommode. So, gehen wir kurz raus. Das Messer noch kurz holen. Where are all the glasses? Eine Kappe kann sich jetzt nicht machen, wie ich das geklaut habe. Was ist das für eine Wilde? Oh, I wasn't expecting a storm tonight. Ah, warte, hier rein. Müssen wir das aufmachen? Ich weiß zwar nicht, was klappt, aber wir probieren es mal. Ah, doch. Da ist aber nichts drin. Pack mal unseren Kuchen da rein. There isn't enough space to drop that. Okay. Da ist anscheinend nichts. Mal rausgehen. Oh. Kurz reingehen, mal kurz die Dings haben. Kann ich die Tür auch zu machen hier? Okay, also theoretisch könnte ich hier drin mich verstecken. Kurz mit dir reden. In the next few minutes, a cop is gonna knock on a door. What are you talking about?
The cop, he's gonna accuse you of killing your father. What? My dad had a heart attack. You sound crazy, dude. Please don't open that door. Come on, it could be anyone. This isn't... No, I'm serious. Please, don't open that door. It's important. This isn't funny, babe. Come on, let's just leave before he shows up. Come on. Are you that scared of my cooking? Come on, he's gonna hurt us. At least it won't be on an empty stomach. Sie ist ein bisschen dumm, ne? Okay, fragen wir sie nach der Vergangenheit nochmal. Sie nach der Taschenuhr fragen. Did you ever own a pocket watch? A pocket watch? No. Not that I remember. Fragen, warum sie gelogen hat in der Vergangenheit. You've been lying to me all this time? What? About your past, about your father. What? Bruder stand der Vater. Well, what about your father's murder? What is this? My father died of a heart attack, asshole. I don't want to talk about this. I'm stuck in a time loop. So, there's a cop and a time loop. Yes, yes. Jeez. Let's talk later. Pass auf, wir hören mal kurz Radio, weil damit können wir es nachher auch beweisen. Das machen wir kurz mal. Das ist doch blöd. Warte mal. Sie ist ein bisschen Psycho auch, ne? Police, open up. Is that him? Oh, is it? Oh. That's him, isn't it? Just, let's stay quiet. Maybe he'll go Come away. Come on, I know you're home. Open the door. This can't be happening. What? Don't open the door. I'm with the police. Turn around, please. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's... Hey, listen. Wait. What is it what that is we're this? Being accused of? Exactly. I can't. Quiet. I'll deal with you in a minute. I'm with the police. Police. I have a warrant for your arrest. What's going on? On the ground. Now. Don't move. Kann nichts fragen, eigentlich. Sure. Okay. Oh, ein netter Polizist. Nein, es fängt an, mich zu erwürgen. Okay. So kommen wir auch nicht weiter. Shit. Ich kann auch nichts rausholen hier, sonst hätte ich gedacht, ich hole mir noch ein Messer. Motherfucker. I'm gonna fucking get you. Clear as sky. Okay, warte. Da ist sie. I didn't hear you come in. Nee. Best night ever. Guess you made dessert. Great. I'll let you know when I'm hungry. Okay. Okay, wir reden mal kurz mit ihr. Andere Themen? Was gibt es noch für andere Themen? Okay, lass uns jetzt Dessert essen. Alright, I'm ready to get wowed by this dessert. Just give me one second. Was gibt's jetzt noch für Dessert bei ihr? Gotta get this fixed, babe. Someone's gonna get hurt. Ich will beim nächsten Mal einfach mal einen Schrank verstecken. Mal gucken, was passiert. Hat sie sich umgezogen? Nö.
Dachte, sie hätte sich jetzt irgendwie schick gemacht oder so. Hat sie gar nicht. Ah, guck mal. Sie holt sich noch was zu trinken, glaube ich. Ich stehe ein bisschen im Weg, wie man sieht. Ja, zum Stuhl. Hm. Thunder. I was not expecting a storm tonight. Komm, wo zaubert sind denn die Getränke auf einmal her? Naja. Romantic. Vielleicht erfahren wir ja was bei dem romantischen Abend, man weiß es nicht. Dann kann ja gut sein. Warte mal. Was ist der Grund für so ein Besonderes? This looks nice. What's the occasion? Well, actually. So, when is a dessert not just a dessert? I have something to share. Dessert and a present? When is this, my birthday? Just open it. Aha. Wir wissen ja schon, was dran ist. So? Yeah. I'm pregnant! We're having a baby! What? Wow! Yeah, wow. So, how are you feeling over there? Hey, it's gonna be great. You think so? Are you kidding me? You're incredible and I'm, you know, decent. The baby that we make is gonna be amazing. And it will be so... so loved. Yeah. Damn straight. God, I love you. Los, sind Kerzen auf dem Tisch. Hey, we're doing it. We're having a baby. Hey, I have an idea. Don't laugh at me, but do you wanna dance with me? Oh, komm, das machen wir alles mal mit jetzt. Yeah, let's do it. Aber wenn wir es nicht ändern können, dann soll sie einfach einen schönen Abend haben, bevor sie stirbt. Oder ich sterbe. Oder? Are you coming? Das Lied. Von True Lies. Lady. Also. It's been a while, huh? I cannot remember the last time we danced. Well, you know, it's not just the two of us dancing now. Hmm? We got a third little dancer. She's riding shotgun. Oh? So there is. Oh! Oh, der Polizist. Auf jeden Fall den Fahrstuhl schon gehört, ne? I'll get it. I'm with the police. Turn around, please. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Hold still. Hey, you're hurt. Geht ein Messer auf ihn los. Bring me. Oh. Okay, das hat nicht so viel gebracht. Also, mit Messer auf ihn zugehen, so war doof. Das Messer nehmen wir auf jeden Fall mit. Das Schloss mal angucken. Schloss geschlossen, okay. Hi. I didn't hear you come in. Best Liza Bimbin Fox. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Yeah, I will. So, jetzt versuchen wir gleich nochmal in die. Auf jeden Fall das Telefon nochmal rausnehmen. Wir versuchen jetzt gleich nochmal
mit ihr zu reden oder sie zu überzeugen. Das machen wir jetzt, indem wir sagen, das Ganze passierte schon mal. Vielleicht kriegen wir es hin. So. Living the same evening over and over. Been there. I'll prove it. Yeah, great, let's see it. Wow me. Pass auf. The radio. I can tell you what is gonna play. Babe, they play the same stuff over and over and over. I know, but to know what's coming on right now? There are 100 ways to know what's on the radio. What else you got? Let's see. Okay, pass auf. Wir holen das Geschenk raus. The anticipation. Wait. What is it? Let's see. This present. Look, it's clearly unopened. But I know there are baby clothes inside. I just bought them today. How could you know? I mean, okay, I'm impressed. It's all right. I know you need more. Give me a sec. Gibt's auf einmal sagen, es mit dem Donner nochmal? Das finden sie natürlich nicht so spannend. In a few seconds, we'll hear thunder. Yeah, we just heard the storm roll in. Thunder in a rainstorm. What'll they think of next? Let's see. Den Lichtschalter nochmal erwähnen? The light switch in the bedroom. Something's really wrong with the wiring. One of us could get really hurt. Yeah, no kidding. We really gotta fix that thing. Any other suggestions? Let's see. It's locked. Da. I know, the cop. Cop? The cop will be here any minute. You called the cops? No, I didn't call the cops, but he's coming anyway. There's a cop coming. That's your prediction? Yes. Well, if he shows up, I'll believe you. I need you to believe me now, babe. Well, have you got something else? Let's see. Mist, was haben wir noch? Come on, I want to see a miracle. I want to expand my parents. That Polaroid on the fridge. Yeah, what about it? I'm not sure. Right. Well, good talk. Was ist denn da mit dem Bild? Ach Mann, ey. So, warte mal. Okay, I'm waiting. The dessert. I know you made my favorite. I know. I told you I did. Oh shit. Yeah, you did. Okay, something else. Let's see. Gott, was kann man denn noch hier? Mist, ich weiß nichts mehr. Impress me, Nostradamus. The anticipation. What about the pills? What about it? Yeah, nothing, I guess. Okay, good talk. Let me try something else. Let's see. Oh, your phone. What about it? Not sure. Cool. Okay, da müssen wir noch mal reingucken, dass man sieht, wen als letztes, wen sie als letztes vielleicht angerufen hat. Wir müssen das mal machen. Well. Ach man. What about that painting? What about it? Yeah, nothing, I guess. Okay, good talk. Let me try something else. Let's see. Wait. What is it? You know what? Forget it. Great. Geh mal hier rein. Police, open up. Wait. Is that him? Wir warten mal. Wir gucken uns die ganze Szene mal von hier aus an. Vielleicht sieht er uns ja nicht. I'm with the police. Turn around, please. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Hold still. Hey, what the hell? Help me. Will you come help me? Well, who come help you? My wrist. So. Oh.
Someone is here. I don't know. This is a mistake. Babe, will you tell him? This is a misunderstanding. Look, I don't know. Don't fucking move. You don't have to handcuff me. We can talk. Now you, hands behind your back, please. Don't move. You're making a mistake. This is... You can't do this. Please, listen. This is more complicated than you think. Please. Warte mal kurz. You're under arrest for your father's murder 8 years ago. No, no, no. That can't be right. Shut up. You know what this is. Now, where's your father's watch? My father? Please, I won't tell any. Whoa, whoa. I didn't do anything. Sure you didn't. Shut up and don't move. I'll deal with you in a minute. My father? Please, you must. Du sollst dein Kabel wieder aufschneiden, du Affe. Be thinking of someone else. No playing dumb. Tell me where the watch is. I'm not lying. Please don't hurt us. Honey, tell him. He can't help you. Just you and me. Hey. Oh. Nein. Mist. Mist. Fuck that guy. So, wir müssen jetzt ein paar Sachen mehr rausfinden. Warte mal. Pass auf. Wir müssen uns das Telefon mal angucken, weil damit, wir müssen die jetzt ja beweisen, so ein bisschen. Verlasse gleich die Arbeit, tut. Oh. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Yeah, I will. Ich muss das Handy ein bisschen durchforschen. Warte mal. Aber ich kann ja auch nicht sehen. Emergency Services. There's somebody breaking into my apartment. He's got a gun and he's gonna kill me and my wife. Sending a unit right now. Get to a safe place. All right, when will they get here? He's almost inside. They should be there in 15 minutes. 15 minutes? We can't wait 15 minutes. Sir, officers will be there as soon as possible. Get to a safe place. Okay, das bringt uns nicht so viel weiter. Ich kann ja auch keine anderen Nachrichten lesen, oder? Was heißt? Verlasse gleich die Arbeit. Tut mir leid, dass ich wieder spät dran bin. Ich habe etwas zu Abend in meiner Pause gegessen. Bin gerade auf der Arbeit angekommen. Geht es dir besser? Natürlich nervt kotzen, aber bei dir sieht es verdammt sexy aus. Okay, sie ist schwanger. Hey Babe, ich habe wieder die Schlüssel vergessen. Ich weiß, ich könnte deinen Namen irgendwann im Eingang verstecken. Okay. Und? Fehlt etwas oder war etwas an einer anderen Stelle? Auf mich wirkt das Apartment wie zuvor. Gut. Das bringt uns gerade nicht so viel weiter. Ah, warte mal. Das Buch. Why a book on meditations? I don't know. I've always been curious about it. My dad was always into that sort of thing. My Zen wife, huh? Look, there's a line. It is only by forgetting that we ever really drop the thread of time. What? The controller disconnected? Why? Weiter geht's. Babe. Yeah, you're right, not my thing. Cool. Good talk, honey. As you were. Okay, wir müssen gucken. Wir müssen noch mehr Sachen finden. Das Messer nehmen wir auf jeden Fall. Oh. We gotta clean that closet. Not now. Sind wir noch hier drin im Badezimmer irgendwas, was wir machen können? The storm's getting closer.
Warte mal, wir können doch. Guess who has two thumbs and remember to pay the rent for the day. Having trouble sleeping, huh? You have no idea. Wenn wir den beiden Tabletten reinpacken, auch in den, ich weiß ja nicht, welchen aus welchen sie trinkt. Okay, pass auf, jetzt sagen wir ihr, dass wir gerne essen wollen. Oh nee, warte mal. Noch nicht? Let's talk later. Dann hier. Auf. Falsche Kerze? Oh, I forgot to call the landlord about the light switch. Mind doing that tomorrow? Mach ich morgen. Warte mal. Wir gehen mal hier hin. Ich will gucken, ob ich was mit dem Messer hier machen kann. Und zwar da. Ach, da kommt jetzt schon. Scheiße. Police, open up. I'll get it. I'm with the police. Turn around, please. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Hold still. Hey, you're hurting me. What is going on? Heavy rain. Help me. Will you come help me? Well, who come help you? Setz mich mal kurz dahin. Oh, someone is here. I don't know. Hello? This is a mistake. Police. Come on out. Babe, will you... This is a misunderstanding. Look, I don't know. Don't handcuff me. We can talk this out. You're making a mistake. This don't is... fucking move. Now you're hands behind your back, please. Don't move. Please, listen. This is... Ach, bring ihn raus, okay. Please, just go. I won't tell anyone. Okay, warten wir mal kurz ab, was passiert, bevor er uns immer umbringt oder erstmal mit ihr redet. Vielleicht haben wir noch mal ein paar mehr Details. You're under arrest for your father's murder 8 years ago. No. That can't be right. Shut up. You know what this is. Now, where's your father's watch? My father? Please, you must be thinking of someone else. No playing dumb. Tell me where the watch is. I'm not lying. Please don't hurt us. Honey, tell him. He can't help you. Just you and me. Tell me where the watch is, and we all go our separate ways. I'm telling you, I don't know about any watch. Okay, let's just see. No, please. Please. Okay. Just stop. Please. I'll tell you. Just don't hurt him. Please. The watch is in the... Ah, sie wollte es gerade sagen. Fuck you. Sie wollte es gerade sagen. Die Uhr ist... Broken? Man, is it like super gross in there? Ja. Guess who made dessert? Let me know. Okay, müssen ganz schnell Schlaftabletten holen, das ins Getränk da packen und dann kann sie. Spinnt sie vielleicht ein, mal gucken.
mit Messer reinpacken? Wahrscheinlich, ne? Offensichtlich, oder? Having trouble sleeping, huh? You have no idea. Okay. So, das geht anscheinend nicht. Muss anders machen, pass mal auf. Wir noch ein paar und packen die hier rein. Nimm mit. Und jetzt machen wir da Wasser rein. Guess who has two thumbs and remember to pay the electric bill today. Where are all the glasses? So, jetzt müssen wir schon mal essen. Pass mal auf. Okay, let's sit down. Great. Na, kann er vorspringen, guck mal. Aber jetzt gerade nicht. I wasn't expecting a storm tonight. Setz dich mal hin. Man kann auch vorspulen, das habe ich jetzt noch nicht gewusst. Sie holt jetzt irgendwas. Ow. Gotta get this fixed, babe. Someone's gonna get hurt. Ganz großes Ventilatorgitter, was kann ich denn damit machen? Achso, ich dachte, ich könnte auch irgendwie hin, da kann ich wahrscheinlich. Gut, dann lass uns hin. Thanks for helping with the mics. Ja, so bin ich. Ich helfe gerne. Hinsetzen. Die macht das Licht aus, wenn es romantisch wird. Sehr gut, trink mal schön den Schlaftablettensaft. I'm living the same evening over and over. Been there. Look, I haven't figured out how this all works yet, but for example, if I get strangled, I go back to this. What? Why? Who's there's a it's not... Oh, well, nice work. Ich wollte mir schon vorher wissen, was passiert. I'll prove it. Yeah, great. Let's see it. Wow me. The unopened present you're holding. It's a set of baby clothes. How did you? Because of the loop. Look, I know you're gonna need more proof. Coming up. Okay, but let's see. I'm so tired all of a sudden. Oh, just gonna lie down for a sec. We'll talk later. Okay. Nur kurz die falschen Kerzen hier. Sie ist so müde, das ist schon mal gut. Legt sich schlafen und stört uns nicht. Was macht sie denn da? Was ist denn da? Schlüssel. Ich kann alles von dir klauen. Was ist das denn? Das Buch? Und ein Löffel. Geschenk nehmen wir auch. Sie kann ich nicht hochheben oder so? Anscheinend nicht. Gut, pass auf. Wir machen jetzt einmal. Ach komm schon. Jetzt geht gleich die scheiß Fahrstuhltür wieder auf. Ist da irgendwas drin? So gucken. Wenn ich drüben rein stelle, zähle ich im anderen rein noch. Jetzt ist er schon wieder da. Aber warte mal. Police, open up. Wir machen mal zu hier, weil er sieht ja bewusstlos, dann wird er uns ja vielleicht nicht hören. Ich weiß jetzt nicht, was passiert. Sie pennt ja. Come on, I know you're home. Open the door. What the? Hey,
Sam? Lass ihn doch nicht aufwachen. Und er darf nicht in den Schrank gucken. Hallo? Wenn er da im Raum drin ist, vielleicht kann ich auch abhauen dann. Muss man gleich mal ausprobieren. What the? Okay, you're under arrest. Don't move. Aber warum? Also, mach die Tür zu. Was will er denn von uns? What happened to her? I need to talk to her. She's got an old watch. Fancy. Know anything about it? Why do you even want the watch? Because I do. Where is it? Ich weiß ja nicht. Woher wissen Sie, dass sie die Uhr noch hat? What makes you think that she still has the watch? That thing is worth an awful lot. If she sold it, we'd know. Where is it? Ich weiß nichts von der Uhr. I don't know anything about a watch. Sure you don't. Where is it? Ich weiß wirklich nichts von der Uhr. I don't know anything about any watch. Well, then I guess I don't need you. Oh, shit. I'm not a pick. Well, I gotta cut my hands free. Ah, das war's. Okay. Mm, ärgerlich. Es ist ja wirklich mal nicht so leicht, herauszufinden, wie es da weitergeht. Ja. Kann nichts machen, wenn ich tot. Es wird einfacher, sagt er. Na gut. Ah, okay. Man kann die. Ich dachte, es gibt vielleicht irgendwas noch. Man kann ja wirklich nichts vorspulen. Man kann aber immer die Uhrzeit sehen. Ne? Es ist gerade mal eine halbe Minute vergangen. Okay. Ist ja gut zu wissen. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're... Yeah, I will. So. Also, was kann man denn da jetzt... Jetzt habe ich die Schlaftablette. Okay. Dann ist sie K.O. Was können wir denn machen, aber... In der Toilette was drin? Griff. Ah, das kann ich nicht machen. Ist die Frage, ob sie irgendwo was versteckt hat auch, ne? Das weiß man alles nicht. Okay, wir müssen sie ein bisschen. Müssen sie ein bisschen auslocken. Okay. I'm living the same evening. I'll prove it. Yeah, great. Let's see. Okay. Jetzt zeigen wir jetzt kurz mit dem Babygeschenk. Oh, the anticipation. Mein Gott. Boah, der ist aber auch echt hier. Pollenalarm. If you can prove it, I mean. It'd be kind of cool. Okay. Ja. This present. Look, but I know. I just. Ah, wissen es alles. How? I mean. Sorry.
Okay, pass auf. Let's see. Okay, I'm waiting. Unser Radio war ja nicht so. I can tell you what's gonna play. Let's see. What about that? What about it? Yeah. Okay, good talk. Let me try something else. Let's see. Well? Ja, das weiß ich ja schon. Okay, wir müssen mal aufgeben. Wait. What is it? Ich gebe auf. You know what? Forget it. Great. So, wir gehen mal kurz in den Kühlschrank. Ich guck mir das Bild nochmal an da. Living the same day. New Year's Eve, 8 years ago. She was caught in the picture. New Year's Eve, New Year's Eve, okay. She was caught in. Macht nicht so viel dazu. Pass mal auf. Ich habe noch was anderes vor, ich weiß, bringt das gar nichts, aber wir trotzdem mal. Oh, schon wieder. Dann mach's mal kaputt. What are you doing? Is it broken? Man, is it like super gross in there? So, ich weiß gar nicht, ob ich das mache. Ich mache jetzt einfach mal, stellen wir das rein. Und jetzt weiß ich nicht warum, aber ich mache es beim anderen Ventilator auch nochmal. Da schon. Warte mal. Können wir vielleicht. Police, open up. I'll get it. Mist. I'm with the police. Turn around, please. What? Me? Hey, listen. Wait. What is it that we're being accused hey, of? Hey, who exactly? are you? Quiet. What is this? I'll deal with you, you in a you minute. You can't just come in like this. I'm with the police. Turn around, please. What? Those killing. What? Me? Ja. No. Please don't. Aber er ist auf jeden Fall ein bisschen. Motherfucker. Kann ich sie auch umbringen? I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Yeah, I will. Coming back from this. Okay. If I do this, I'm a killer forever. Okay, das macht er nicht. Verdammt, ey. Langsam wird's echt knifflig, ne? Also wir haben schon ein paar Sachen. Ich hole die Gemälde nochmal an hier. What? Guess who has two thumbs and remembered to pay the electric bill today? Hä? Also müssen wir gucken, was wir jetzt noch machen können. Lass mal hier nochmal reingehen. Also, es ist wirklich gar nicht so leicht, da irgendwas zu finden. Aber. Schon
Schlaftabletten. Ach hier, was ist da unten denn? Das ist auch so ein Ventilatorgitter. Okay, warte mal, dann machen wir das nochmal auf. Warte mal. Ist Messer noch? Joa. Probieren wir mal unten aufzumachen. Ah, warte. Nein. I don't have enough space to drop it. Warte mal kurz. Zack. Das sieht man ja überhaupt nicht, das Gitter da unten. Na gut. Why would you do that? You're gonna ruin the apartment because all because you, I don't even know what you're looking for. That's it. I'm out of here. Huh? Man, you are just all class today. Soll ich rausgehen? Wir gehen jetzt einfach mal hier unten runter gucken nochmal. Oh, da kommt der Kopf. Was ist das für ein Gitter da unten? Da ist die Taschenuhr. Aha! So, this was her father's watch. Must be worth a lot of money. Excuse me, ma'am. Yeah? Follow me to your apartment. I'm with the police. Oh. Was? All right. Dann verstecken wir uns nochmal. Thank you. What's going on? I have a warrant right here. This will go easier if you cooperate. Hold still. Okay. Hey, you're hurting. Oh my. Was machen wir in der Taschenuhr? Nee, ne? What is going on? Now you, hands help behind me. Your back, please. Will you come help me? Oh. Don't move. My wrists. Shit. I don't know. This is a mistake. Babe, will you tell me? This is a misunderstanding. You're under arrest for your father's murder 8 years ago. Babe, hey, listen. Will you tell? Wait. This is a misunderstanding. What is it that we're being accused of? Exactly. Why? Look, I don't I'll know. I'll deal with you in a minute. Don't, no. That can't be right. Shut up. You know what this is. Now, where's your father's watch? My father? Please, you must be thinking of someone else. Uh-uh. No playing dumb. Tell me where the watch is. I'm not lying. Please don't hurt us. Honey, tell him. He can't help you. Just you and me. Tell me where the watch is, and we all go our separate ways. I'm telling you, I don't know about any watch. Okay, let's just see. Look, I don't know. Nein. No. Oh, shit. No, please. Will you? Please. Okay. Just stop. Please. I'll tell you. Just don't. Ach, scheiße, ey. Please. Das ist ja echt ehrlich. Ja, wir wissen jetzt, wo die Uhr ist. Okay, jetzt mal. Pass auf, wir gehen mal jetzt hier direkt rein. Sie ist ja noch im Badezimmer, ne? Und verstecken uns hier direkt drin. Und dann kriegt sie es ja vielleicht gar nicht mit, dass wir da sind. Mal sehen, was dann passiert. Welche Uhr ist vorschnell eigentlich hier? Ne, kann ich nicht. Okay. Ach, guck mal, er wartet dann automatisch. Das ist ja super. Das heißt, die 12 Minuten sind gleich um, oder die Zeit, die wir brauchen, um... Das ist ja cool gemacht, eigentlich. Police, open up. I'm with the police. Turn around, please. What? Me? Yes, you. Theoretisch kann er uns jetzt, kann sie uns jetzt gar nicht verpfeifen, weil wir ja nicht weiß, wie wir zu Hause sind, oder? Hey, you're hurting me. I don't know what you... This is a mistake. Uh-huh. I don't... You must be... Look, I don't know. You don't have to handcuff me. We can talk about this. We will. I don't know who you are, but I am not who you're looking for.
this? Anyone else? It's a mistake. Come on out. Please. Please don't hurt me. Anyone else here? Husband, boyfriend, girlfriend. My husband. He's at work. He'll be here any second. All right. Just us then. 8 years ago. Your father? A gun? Father. Ring any bells? Why are you asking? Father. Come on, skip this part. Please. Oh, es muss schwierig sein, dazu zu gucken eigentlich. Only question is how much you make me hurt you before you do. I don't know about anyone. Keep lying. See how creative I can get. Help! Help! Be honest with yourself. You knew this would happen. There's no cavalry coming. Nobody's gonna save you. If you want to live, tell me where the watch is. This is your very last chance. It's in the vent in the bathroom. Under the medicine cabinet. Good girl. Na super. It's there. I gave you what you wanted. And I won't tell anyone. I swear. You find it? I did. Okay, now will you let me go? What are you? Easy now. Deep breath in. No. No! Oh. Warum erschießt er sie denn? Das ist dumm. Ach so, wie Selbstmord aussehen. Na gut. Glaubt doch keiner. Oh. Warten, bis er weg ist. No, it'll restart. It has to restart. I can't do this. It's not really like losing you, all right? And the baby. Oh, fuck. It's gonna restart. I know it will. It has to. Wollen wir, dass keiner reinkommt und sieht? Gucken wir uns die Frau mal an. Die hat ja ein paar Sachen bei sich. Das haben wir ja schon gesehen. Können wir uns alles mitnehmen. Das Buch. Okay. Also er hat diese Uhr mitgenommen. Warum das Ganze passiert, wissen wir trotzdem nicht. Das ist clever, die Revolver zu nehmen? Wahrscheinlich. Machen wir jetzt. Also ich glaube, wir gehen mal. Wir haben ja die Schlüssel. Vielleicht passen die Schlüssel in so einen anderen Raum noch. Wir gehen mal rein. Dann gucken wir mal. Nein! Hey. Alter. Hey, babe. What the fuck? Are you kidding me? Okay. Gut. Also wir wissen jetzt schon einiges. Ich würde sagen, wir machen das beim nächsten Mal weiter. Das können wir jetzt gar nicht schaffen. Machen wir beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss.